Für viele ist Tischtennis mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung. Menschen, die den Sport länger ausüben, treten später oft in einen Verein ein und stehen bei Turnieren am Tischtennistisch. Der Tischtennisschläger spielt sowohl bei den Profis als auch bei den Amateuren eine wichtige Rolle. Tischtennisschläger gibt es in unterschiedlichen Preis- und Qualitätskategorien, die je nach Einsatz und persönlichen Vorlieben einen angenehmen Freizeitspaß ermöglichen. Einsteiger sollten davon ausgehen, dass der erste Schläger nie von Dauer ist. Nach einer gewissen Zeit finden sie ihre Spielweise und wählen danach den passenden Schläger. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Jola Carbon Pro 54195 Tischtennisschläger Jola Family Spirit Tischtennis Set. Der Tischtennisschläger Jola Carbon Pro 54195 hat zwei Schichten aus Kohlenstofffasern, die im Schlägerholz mit eingearbeitet sind. Bei Carbon handelt es sich um ein Material, das für seine hohe Stabilität bei einem sehr niedrigen Gewicht bekannt ist. Carbon findet neben dem Motorsport oder medizinischen Implantaten auch in Sportgeräten Verwendung, um Gewicht einzusparen und den Geräten mehr Stabilität zu verleihen. Was ist der Sweet Spot? Beim Jola Carbon Pro 54195 Tischtennisschläger ging es dem Hersteller nicht um das Gewicht, da der Schläger mit 174 Gramm Eigengewicht zu den schweren Schlägern im Vergleich zu anderen Schlägern gehört. Die einzigartige Holz-Carbon-Kombination soll vielmehr dazu dienen, den Sweet Spot zu vergrößern. Der Sweet Spot bezeichnet bei der Schlagfläche des Tischtennisschlägers den optimalen Trefferbereich. Wenn der Ball auf diese Fläche trifft, lässt er sich viel genauer und wahrscheinlicher an die gewünschte Position lenken. Das Carbon verleiht dem Wettkampfschläger laut Jola mehr Stabilität, da es schwingungsdämpfend wirkt. Trifft der Spieler den Ball, vibriert der Tischtennisschläger nicht so stark. Das Modell Carbon Pro eignet sich laut Hersteller dank seiner Eigenschaften sowohl für Einsteiger als auch für semiprofessionelle Spieler. Gibt es Unterschiede bei den Kautschukbelägen? Ja, Beläge für Tischtennisschläger unterscheiden sich. So gibt es Noppeninnen- und Noppenaußenbeläge, das heißt also, die Noppen zeigen entweder nach innen zum Holz und nach außen. Auch beim Material gibt es Unterschiede, beispielsweise zwischen dem in Sachen Ballgeschwindigkeit langsameren Naturkautschuk und dem griffigen und schnellen Synthesekautschuk. Für eine noch bessere Kontrolle des Tischtennisschlägers sorgen die beiden Carbonfurnier. Der Schläger nimmt mit dem weichen Holz weniger Tempo und eine geringere Härte in den Schlägen in Kauf. Das Potenzial des Schlägers liegt laut Jola daher in den Bereichen kontrolliertes Schnitt- und Blockspiel. Defensiv- und Allround-Spieler profitieren von diesem Schläger so am meisten. Eine ITTF-Zertifizierung bei dem Allrounder ist vorhanden. Der Schläger bietet folgende Eigenschaften: Spin, 92 Hundertstel, Geschwindigkeit, 98 Hundertstel, Kontrolle, 86 Hundertstel. Sind Tischtennisschläger mit viel Spin für Einsteiger gut geeignet? Nein. Für Anfänger sind Tischtennisbeläge mit viel Spin überwiegend ungeeignet. Mit der Bezeichnung Spin ist die Rotation des Balls gemeint. Mit einem griffigen Belag fällt es zwar einem Anfänger leichter, eine Rotation in den Ball zu bringen, allerdings wirkt sich ein griffiger Tischtennisbelag für die Lernphase nachteilig auf die Ballannahme aus. In der Lernphase sollten die Einsteiger erst Schläger mit etwas weniger Spin nutzen. Der nächste Produkt auf unserer Liste ist Jola Duo 54820 Tischtennisschläger Set Jola Carbon Pro 54195 Tischtennisschläger. Das Jola Duo 54820 Tischtennisschläger Set beinhaltet zwei Tischtennisschläger mit unterschiedlichen Griffformen. Der Schläger Match ist mit einem konkavförmigen und das Modell Top mit einem anatomisch förmigen Griff ausgestattet. Dazu erhalten Käufer drei weiße Tischtennisbälle. Das ganze Set befindet sich in einer Aufbewahrungstasche und ist laut Hersteller für den Familien- und Freizeitspaß gedacht. Die Schläger eignen sich laut Jola sehr gut für Allround-Spieler. Die sorgfältig abgestimmten Furnier sollen ein hervorragendes Ballgefühl bei bestmöglichem Speed ermöglichen. Mit Trampelag von Jola, sowohl das Modell Match als auch der Tischtennisschläger Top sind mit dem Belag Tramp ausgestattet. Der Belag weist laut Jola hohe Kontrollwerte auf und eignet sich aufgrund dessen für Freizeitspieler.
Viele Jola-Freizeitschläger sind mit diesem, von der ITTF in Speziallabors zertifizierten, Belag versehen. Beide Modelle sind laut Hersteller Leichtspielschläger. Das Holz ist fünffach verleimt. Die Schläger sind mit einigen ausgeklügelten Systemen ausgestattet. Jola Ergo Grip, dank einer ergonomischen Form des Griffs bei dem Modell Match, wird er zu einer natürlichen Verlängerung des Arms und der konkave Griff passt sich der Hand sehr gut an. Selected Plywood by Jola. Für eine gute Ballrückmeldung sorgt die Furnierkombination des Holzes in Kombination mit der Klebetechnik. Jola Match Control System. Die Vibrationen beim Ballkontakt sind durch die quer angeordneten Ausfräsungen nahe dem Schlägergriff um ein Vielfaches reduziert, was auch die Fehlerquote niedrig halten soll. Was ist die Topspin-Technik beim Tischtennis? Beim Topspin wird der Ball mit einer von unten nach oben durchgeführten Schlägerbewegung gestreift. Das verleiht dem Ball ein Effet, also einen Drall des Balls, nach vorne. Er vergrößert sich, wenn der Schlägerkopf schneller nach oben bewegt wird. Außerdem gilt, je länger die Ballkontaktzeit und damit die Haftreibung zwischen dem Ball und dem Tennisschläger, desto größer der Topspin-Effekt. In der Regel hängt das zudem von der Schlagtechnik ab. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Butterfly Timo Boll 85.020 Tischtennisschläger Jola Duo 54.820 Tischtennisschläger Set. Der Butterfly Timo Boll 85.020 Tischtennisschläger ist laut Hersteller ein Modell für Hobbyspieler, das mit den höchsten Tempo- und Spinwerten ausgezeichnet ist. Durch diese Eigenschaften ist der Schläger gerade für Anfänger in der Grundausbildung sowie für ambitionierte Amateure geeignet. Der Tischtennisschläger bietet laut Butterfly ein ausgewogenes Verhältnis aus Effet, Tempo und Kontrolle und bietet sich für die im Anfängerbereich kontrolliert nach vorne agierenden Spieler an. Mit Pan-Asia-Belag, der Butterfly Timo Boll 85.020 Tischtennisschläger ist mit 1,5 mm starken Pan-Asia-Belägen ausgestattet und soll dadurch den gegnerischen Schnitt annehmen. Darüber hinaus eignet sich der Belag, um Selbstrotation zu erzeugen. Dank der konkaven Griffform und des Ergo-Grips soll der Schläger angenehm in der Hand liegen und selbst bei einem festeren Griff eine maximale Ballkontrolle ermöglichen. Die technischen Details laut Hersteller im Überblick. ITTF zugelassener Pan-Asia-Belag. 1,5 mm Schwammunterlage ermöglicht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Offensiv- und Defensivspiel. Gewicht 150 Gramm. Was ist ein Tischtennisroboter? Dabei handelt es sich um die sogenannte Ballmaschine, die automatisch die Tischtennisbälle mit verschiedener Geschwindigkeit, Rotation, Topspin oder Unterschnitt, Richtung und Ballintervall in die gegnerische Tischhälfte auswirft. Der Tischtennisroboter ist in der Regel für unterschiedliche Ansprüche hinsichtlich der Spielstärke geeignet. Dank moderner Technik sind viele Einstellungen wählbar, sodass neben den Anfängern auch Fortgeschrittene und Profis einen Nutzen davon haben. Die Einstellungen betreffen die Geschwindigkeit, den Spin oder Platzierung der Bälle, die einzelnen Übungen lassen sich zudem speichern und variieren. Der nächste Produkt in unserer Liste ist XD Diaz Instant R1 Tischtennisschläger Set. Das Tischtennisset XD Diaz Instant R1 bietet sich laut Hersteller ideal für Tischtennisspiele in der Schule, zu Hause, im Sportclub oder im Büro an. Die Paddel der Schläger sind mit 2 mm starkem, hochelastischem Schwamm und doppelseitigem Premium-Gummi beidseitig beklebt. Der Belag soll hervorragende Kontrolle bei Angriffsschlägen und beim Defensivspiel liefern. Das Seitenband des Schlägers besteht aus abriebfestem Schwamm, was laut Hersteller den Verschleiß der Schlägerkante durch unregelmäßige Bewegungen oder Stöße mit dem Schläger reduziert. Mit Tischtennisnetz im Lieferumfang. Im Set befindet sich ein Tischtennisnetz, das aus Polyesterbaumwolle hergestellt ist. Das Netz lässt sich laut Hersteller ganz leicht auf einem Tisch mit einer Dicke von bis zu 5 cm installieren und ist für alle Tischarten geeignet. Die konischförmigen Griffe garantieren laut XD Diaz bei dem Fertigschläger einen perfekten Griff. Der spezielle Belag soll für einen stabilen und rutschfesten Halt sorgen. Im Griff ist Carbon verarbeitet, was laut Hersteller für einen abrutschfesten Griff sorgt und die Ermüdungserscheinungen reduziert. Der Schläger besteht insgesamt aus 7 Schichten Holz, die miteinander fest verklebt sind.
Im Set finden sich neben den vier Tischtennisschlägern 8 Bälle und ein Tischtennisnetz samt Halterung. Welche Vorteile bringen klassische Tischtennishölzer? Die klassischen Tischtennishölzer bringen nicht nur bei der grundsätzlichen Konstruktion, sondern auch bei den Spieleigenschaften einige Vorteile mit. Der größte Vorteil ist die Möglichkeit, mit einem klassischen Holz die Rotation einfacher erzeugen zu können. Die klassische Holzkonstruktion unterstützt effektiver eine höhere Ballflugkurve, was wiederum einen verbesserten Spin nach sich zieht. Des Weiteren ist die Ballrückmeldung bei Schlägern aus Holz ohne Carbonbeimischung viel besser. Die entstandenen Vibrationen bewirken, dass jeder Schlag besser gespürt und intuitiver gesteuert wird. Der nächste Produkt ist Zenston S4 Tischtennisschläger XD Dias Instant R1 Tischtennisschläger Set. Die Tischtennisschläger S4 von Zenston kommen im Doppelpack inklusive dreier Tischtennisbälle aus ABS-Kunststoff und einer Aufbewahrungstasche. Die Schläger bestehen aus insgesamt 7 Schichten Ayos-Holz, Schwamm und Gummi. Jede Trägerschicht laut Hersteller sehr hochwertig und sorgt dafür, dass der Aufprall des Balls gut absorbiert wird und der Spieler die Drehung des Balls besser kontrollieren kann. Für verschiedene Erfahrungsgrade: Der Hersteller bietet das Set für verschiedene Erfahrungsgrade bzw. Ansprüche an. Das vorgestellte Set eignet sich demnach für Anfänger und Hobbysportler. Es gibt jedoch auch ein Set für fortgeschrittene Spieler und Profis. Der Griff der Tischtennisschläger besteht aus Holz, ist ergonomisch geformt und liegt laut Hersteller sehr gut in der Hand. Ein Schläger wiegt 180 Gramm und bietet folgende Eigenschaften: Geschwindigkeit, 90 Hundertstel, Spin, 85 Hundertstel, Kontrolle, 85 Hundertstel. Die Schlägerfläche hat Abmessungen von 14,8 x 14,1 cm. Welche Merkmale sollte ein Tischtennisschläger für Anfänger haben? Einsteiger haben in der Regel eine unausgereifte Spiel- und Schlagtechnik. Es fehlt vielerorts noch an Präzision, weil die Motorik und bestimmte Mechanismen noch nicht so gut greifen. Infolgedessen werden viele Bälle nicht sauber getroffen. Aus diesen Gründen sollte ein Tischtennisschläger für Anfänger vor allem über gute Kontrolleigenschaften verfügen. Entscheidend bei der Ballkontrolle ist das Tempo eines Tischtennisschlägers. Bei einer langsameren Geschwindigkeit gehen selbst schlecht getroffene Bälle nicht gleich über die Tischtennisplatte. Einsteigerschläger haben meist eine gute Kontrolle, weil sie sehr langsam sind. Sie sollten im Allgemeinen kontrolliert, hochwertig und langlebig sein. Der nächste Produkt ist Butterfly T-Mobile 85031 Tischtennisschläger. Technisch fortgeschrittene Hobbyspieler werden laut Hersteller mit dem Butterfly T-Mobile 85031 Tischtennisschläger zufrieden sein. Innerhalb der T-Mobile-Serie ist der Schläger ein geeignetes Sportgerät für den Einstieg in das Training im Verein. Mit dem Tischtennisschläger soll sich die Technik des Tischtennis sehr gut erlernen lassen. Was die Spieleigenschaften des Tischtennisschlägers betrifft, bietet er laut Butterfly einen Kompromiss aus Tempo, Spin und Kontrolle, sodass sich die Spieltechnik effektiv verbessern lässt. Wakaba-Belag für schnelles Tempo: Der Butterfly T-Mobile 85031 Tischtennisschläger ist laut Hersteller mit dem ITTF zugelassenen Wakaba-Belag beklebt, der eine Schwammstärke von 1,8 mm aufweist. Dieser recht dicke Belag soll ein hohes Tempo ermöglichen. Die Wakaba-Oberfläche sorgt zudem für gute Spin-Eigenschaften, sodass Spieler Topspins, Unterschnitt- und Seitenschnittschläge mit FE zustande bringen können. Der Schläger ist nach Angaben des Herstellers für hohe Geschwindigkeiten im Offensivspiel geeignet. Es soll sich somit sehr gut für den technisch versierten Vereinsspieler mit höchsten Ansprüchen eignen. Der konkavförmige Griff und der Wakaba-Belag bieten die folgenden Eigenschaften: Spin, 100, Speed, 100, Control, 70. Welches Tischtennisholz ist besser, ein hartes oder ein weiches? Das Tischtennisholz entscheidet neben dem Belag über die Eigenschaften des Schlägers. Für ein weiches Tischtennisholz spricht, dass die weichen Schläger spinfreudiger sind. Ein weiches Holz bietet mehr Katapult, was die Beschleunigung beim Schlagen leichter macht. Darüber hinaus bringen weiche Tischtennishölzer wenig Gewicht mit, was ein leichteres Handling gewährleistet. Die deutlich spürbare Vibration ermöglicht außerdem eine bessere Ballrückmeldung. Präzision und kraftvoller Anschlag sprechen im Vergleich dazu für ein hartes Holz.
Spieler mit schnellen Endschlägen bevorzugen deshalb harte Hölzer. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Sportau Tischtennisschläger. Die Sportau Tischtennisschläger haben einen Pappelholzgriff mit 7 Lagen und einen Carbonbelag. Nach Angaben des Herstellers bietet das genügend Elastizität und weitere wertvolle Eigenschaften, um je nach Spielverlauf ein kraftvolles Angreifen oder eine effektive Verteidigung als Abwehrspieler zu starten. Der Gummibelag hat eine Gesamtdicke von 2 mm. Das soll dem Schläger eine hohe Schlagkraft geben, um die Bälle beispielsweise anzuschneiden. Die sogenannte DCC-Technik für das Bekleben des Schlägers sorgt für ein hochwertiges Blatt, während der Nanocarbon-Klebstoff das Lösen des Gummis vom Paddel verhindert. Schweißabsorbierender Griff. Der Griff der Sportau Tischtennisschläger ist in einem ergonomischen Design gehalten und sorgt laut Hersteller für eine bessere Kraftübertragung. Durch den Einsatz von Kohlenstoff ist der Griff zudem schweißabsorbierend. Ein Verrutschen wird dadurch effektiv vermieden. Der Tischtennisschläger von Sportau bietet eine mittlere Geschwindigkeit von 80 Hundertsteln, einen guten Dreh von 85 Hundertsteln und eine Kontrolle von 90 Hundertsteln. Die Relation zum Wert 100 soll stets angeben, wie gut die Schläger im Vergleich zum Markt abschneiden. Die genannten Eigenschaften sind nach Angaben des Herstellers optimal für Anfänger. Im Lieferumfang befindet sich eine praktische Aufbewahrungstasche mit 3 Tischtennisbällen. Welchen Einfluss hat die Schwammstärke auf die Spieleigenschaften? Ganz einfach, je dicker der Schwamm ist, desto mehr Tempo und Katapult bietet er. Die Schwammstärke hat einen erheblichen Einfluss auf die Spieleigenschaften des gleichen Belages, weil die Schwammunterlage wie ein Trampolin auf dem Schlägerholz wirkt. Somit sorgt eine höhere Schwammstärke für einen größeren Katapulteffekt. Des Weiteren ist der geschlagene Ball dadurch schneller und beschleunigt besser, die Geschwindigkeit des Balls nimmt zu. Je höher die Schwammstärke gewählt wird, desto mehr steigen die Spin-Möglichkeiten. Beim Aufschlagen tritt der Ball tiefer in den Belag ein, was mehr Spin erzeugt. Insgesamt fliegt dann der Ball höher und weiter. Der nächste Produkt ist Strikin Premium 2 Allround Tischtennisschläger. The Table Tennis Set from Strikin Sports consists of 2 high-quality rackets, 3 starballs, all of which are housed together in a high-quality case. The 2 rackets that invite you to play a friendly match against a friend or colleagues are made of 7 layers of wood, which give them a special stability, which is why the coating has been glued extra strongly to meet the same quality requirements. The conical handler fits easily in the hand and is easy to fix thanks to its shape and tools without fatigue. This decisive advantage is used by professional players in their games in competition or training. The 3 balls included in the set in white and yellow color are not simply training balls, but they are 3 star balls which have to meet the heavy requirements to be approved in a competition. This means that you can play as you do with the competitors from the first stroke. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.